Natürlich hatten wir bei der NTeam Connect auch einen Workshop zum Thema Low-Code Power Plattform. Jasmin wird Ihnen nun in einer kleinen Demonstration zeigen, wie Sie Power Apps und Copilot gemeinsam nutzen können. Hallo, hier ein kurzer Teaser zu dem NTeam Connect Workshop rund um Thema Low-Code. Genauer eingehen möchte ich in diesem kurzen Video auf eine komplett coole Neuerung von Microsoft, und zwar Power App in Kombination mit Copilot. Nicht nur in Power Automate ist der Copilot inzwischen integriert, sondern auch in der Power App. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben auf der Startseite, wenn wir eine App erstellen, direkt die Möglichkeit, mittels Copilot uns eine App erstellen zu lassen. Wie Sie hier sehen, haben wir ein Eingabefeld, in dem wir so präzise wie möglich unser Anliegen schildern können, und Copilot erstellt uns anhand der Daten bereits eine fertige App. Genau, hier haben wir mal die Startseite von Power App, und wenn ich Ihnen jetzt hier sage, erstelle mir eine App mit einer To-Do-Liste und dann auf den Pfeil klicke, warten wir mal, was passiert. Wir sehen schon, dass der Copilot rechts arbeitet, das anhand der Eingabe oder meinen Wunsch, eine App zu stellen, prüft. Er stellt mir bereits 5 Tabellen mit Dummy-Daten und in dem Fall ist sogar eine Database-Anbindung. Wenn ich jetzt hier noch nicht ganz zufrieden bin, kann ich noch sagen, ich möchte nicht nur meine To-Dos sehen, sondern zum Beispiel auch die von meinen Kollegen. Suche mir noch eine. Personen. Spalte. Hinzu und dann hier auch wieder auf den Pfeil klicke. Dauert es wieder einen kleinen Moment, bis Copilot die Eingaben verarbeitet hat, und wir sehen, dass hier ganz rechts eine Personenspalte hinzugefügt hat. Bin nicht so weit zufrieden mit dem, was er mir hier zusammengebaut hat, klicke ich auf Create App. Auch das dauert noch einen kleinen Moment. Wir sehen, er hat bereits die App soweit erstellt. Jetzt lädt er alle wichtigen Daten rein, die wir ihm zuvor gegeben haben. So, da haben wir unsere fertige App. Copilot hat uns nur einen Screen erstellt, anhand der Infos auch völlig okay. Was wir jetzt hier noch machen könnten, ist zum Beispiel zu sagen, ja, ich bin nicht so ein Fan von grauer Schrift. Man kann zum Beispiel sagen, mache die Farbe grau. Auch das wird da bestanden. Die Schriftfarbe, wie wir sehen, ist jetzt leicht gräulich geworden. Man könnte es noch viel mehr. Man könnte sagen, füge für mich Controls hinzu oder ändere die Schriftgröße. All das ist möglich. Was hier noch zu beachten ist, Copilot erstellt natürlich die Controls so, wie sie von Microsoft gegeben werden. Sprich, hier sehen wir, der erste Screen heißt To-Do-Liste, analog zu unserem Wunsch. Screen Container 1 ist so Standardbenennung von Microsoft. Hier könnte man noch auf individuelle Namenskonvention von jedem Unternehmen am achten, zum Beispiel immer die Controls und Screens so zu benennen, was sie auch tatsächlich tun. Einfach der hat einfach den Vorteil, dass andere Kollegen sich in der App schneller zurechtfinden und einfach auch der Übersicht halber, um später selber, falls man nach einer gewissen Zeit wieder ran muss, sich leichter wieder einarbeiten kann. Genau, so viel dazu. Man kann auch Kommentare hinzufügen in der App. Auch das dient zur Übersicht. Und ansonsten, falls Sie noch Fragen haben, gerne an uns wenden. Und ich hoffe, das Video kurz und knapp hat Ihnen gefallen. Ja, wenn auch Sie sich für diese Low-Code-Themen wie Power Apps in Verbindung mit Copilot interessieren, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir beraten Sie gerne.